Hey, yo Kids! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, oh mein Gott, Pushfach, Opening, wow, Intro! Okay, hallo Kinder. Wir steigen nun direkt ein in diesen Brief. Wir haben die männlichste Schere, die es gibt. Also, ich denke, meine Pinke wäre noch männlich, aber die konnten wir leider nicht beschaffen. Macht man das denn jetzt am besten auf? Es sind ein Haufen Karten drin, so um die 61, glaube ich. Fucking Luftpolsterumschlag. Ich bin mir unsicher, wie ich den am besten öffnen soll. Ich denke, so ist eine ziemlich unvorteilhafte Methode, den zu öffnen. Aber wir haben jetzt schon angefangen. Was wir anfangen, das ziehen wir auch durch. Oh, ist die Bestellung mit den 1000 Fortune Fairies. Fortune Babies. Okay. Oh. Puh. Und zwar, ich nehme das Ganze mal aus dem Bild, um zu verhindern, dass wir irgendwie Adressen reinbekommen. Oh mein Gott, der war an hier und der hat es nicht angegeben. Ah, nice. Da freut man sich immer mal drüber. Zwar folgendes, ich habe meinen Savage Dragon verkauft, wie ihr vielleicht auf Twitter gesehen habt. Ich habe übrigens mittlerweile auch meine Mech Knights verkauft, das ist ein anderes Thema. Ich habe meinen Savage Dragon verkauft und davon hatte ich dann um die 30 oder 35 Euro Guthabenaufgaben machen. Und ich dachte mir, Mensch, ich möchte wirklich gerne mal, ich möchte gerne ein Hobby haben, was sich selbst finanziert. Und deswegen werde ich jetzt ordentlich mehr rein investieren. Und das heißt, ich fange jetzt an, günstige Pickups zu machen und dann später zu verkaufen. Und der ist Ami und das, ich wusste es nicht. Hoffentlich sind alle drei Ami. Jo, ich denke mal, der Fortune Lady Haufen. Ach, der spoilert sich selbst am meisten. Deswegen werden wir damit einfach mal beginnen. Das ist für mich immer spannend, denn ich weiß gar nicht, was ich alles eingekauft habe. Auf jeden Fall sehr, sehr viele günstige Karten. Und ich möchte einfach mal meinen Tauschorder neu auffüllen. So, wir sagen, wir gehen einfach in der Reihenfolge vor. Das ist echt ziemlich solide. Es ist viel zu viel Tesa verwendet, mein Gott. Aber es ist in Ordnung. Lieber zu viel als zu wenig, jetzt mal ernsthaft. Es müssten 61 Grad sein oder so um den Dreh. Wir haben. Oh, das ist Zukunft des Schicksals ist die Draw-Karte von Fortune Fairies. Die haben wir. Fortune Ladies. Haben wir einmal? Ich habe drei bestellt. Übrigens, ich hoffe, dass der Kamera auch nicht stimmt. Wir haben dreimal Licht. Ich will nämlich eine FDK spielen, das ist lustig. Der Typ hatte zufälligerweise alles für jeweils 14 Cent, da habe ich nicht nein gesagt. Dreimal die Search-Karte. Dreimal FTK-Enabler, dreimal Special Summon und drei Connector, sowie den hier, weil der scheiß günstig war. Das hier waren Pickups tatsächlich für einfach für einen Ordner. Ich lege das mal beiseite und das hier ist einfach, weil. Oh, ich dachte mir, warum nicht? Ah, Fortune Lady, warum nicht? Und es ist sowieso günstig, so. Oh, Pickups. So, machen wir weiter. Hier habe ich auch nicht allzu viel zu sagen. Ich weiß gar nicht mal, wie teuer das alles war. Aber auf jeden Fall sollte das. Ich bin gerade ein bisschen unter Druck gesetzt wegen dem Kamera-Akku. Der hält halt immer nicht so lange. Das heißt, der hält nie so lange, so sollte ich das sagen. Wir haben einen 1000 Blades in Ami, wir haben noch einen 1000. Oh, das sind alle drei Ami! Wunderschön, Dude! Oh, sind die hübsch. Ja, ich dachte mir, vielleicht wird der irgendwann mal gut. Das hier, weil der scheiß günstig war, ich glaube 9 Cent oder 2 Cent habe ich dafür bezahlt, sind drei Stück. Ziemlich hübsch. Dann haben wir einen Held lebt. Eine brauche ich tatsächlich selbst. Das heißt, die lege ich mal hier beiseite zu Stuff, den ich selbst brauche. Und das ist alles zum Weggeben. Cool, dann Honest, weil die günstig waren. 9 Cent, da sage ich nicht nein. Als ich die damals haben wollte für Counter Fairies, kriegen sie 50 Cent. Also, hey. Solide. Dann haben wir Dark Lord dreimal. Ich hoffe, dass. Ich habe die Draw Spell dreimal bestellt. Ich hoffe, die kommt auch noch dreimal an. Habe ich sie. Ne, ich will mich jetzt noch nicht spoilern, was in den restlichen Umschlägen drin ist. Jo. Entsprechend, whoops. Das dann wieder raus. Machen wir weiter. Wir haben Secret Village, weil 20 Cent kommt schon, als ob ihr da nein sagen könntet. Geschwisterbund war günstig, ist meine zweite Ultra. Kepler war günstig, literally 2 Cent. Das 9 Cent, glaube ich. Das 14 Cent, ich brauche noch eine. Der davon braucht ich noch eine, hatte halt eine. Das ist mein dritter, ich will Magic Spence spielen. Der ist einfach so cute, Dude. Der 9 Cent, glaube ich, ziemlich günstig. Mathematiker waren scheiße günstig, deswegen habe ich dann einen ganzen Haufen gekauft. Da kommen, glaube ich, später noch mehr. Wir haben Harmattan, den ich sowieso gebraucht habe. Und wir haben die hier, leider nicht Ami, aber war auch nicht Ami angegeben. Elektromagnetische Schildkröte. Sind alles Investments so. Nicht, dass ich sie für irgendwas brauchen würde. Ah, doch. Nee, Kepler hatte ich schon drei. Na, genau. DDD werde ich sowieso nicht spielen wegen Needle Fiber. Habe ich nicht, will ich mich nicht ranholen. Dann haben wir Deckblockade. Entweder ist hier nur eine drin oder neun. Nein, das ist der Brief mit nur einer. Dann haben wir Scrap Ortros. Dreimal, okay, solide. Dann haben wir den Hyperintendent, weil den hat er halt dreimal gehabt und hey, warum nicht? Wir hatten Auroradon, vor dem ich fucking viele aufgekauft habe. Ich habe mir irgendwie, ich glaube, 13 Stück insgesamt bestellt. Ich möchte rein investieren. Der wird hochgehen. Er wird hochgehen, okay? Das ist.
Warum plane ich das schon wieder auf einen neuen Stapel? Mein Gott. Das habe ich für Decks gebraucht, das habe ich für Decks gebraucht und das wollte ich insgesamt einfach selbst haben. So, Auroradon, ich brauche einen selbst. Aber behalte ich wahrscheinlich den englischen. Dann haben wir den Tanky, weil günstig. Die, weil günstig. Die, weil Fortune Dates. Achso, hier sind die beiden anderen. Da bin ich ja beruhigt. So. Denn die hier ist der absolute FTK-Enabler. Tatsächlich. Ich werde den FTK dann noch in einem extra Video erläutern, wenn ich das Deck mal selbst zusammen habe. Aber im Großen und Ganzen, der Plan ist, wir haben die beiden auf dem Feld. Der Effekt aktiviert sich. Banish sie hier, erhöht die Stufe um 1. Sie, wenn sie gebanished wird, specialt uns Wasser. Wasser, wenn sie gespecialt wird und wir eine andere Schicksalsname kontrollieren, dürfen wir zwei ziehen. Dann machen wir eine 6er Synchro in Stardust Charge, dürfen eine ziehen. Mit etwas Glück haben wir dann D-Synchro auf der Hand, holen die beiden wieder, dürfen wieder zwei ziehen, machen wieder eine Synchro in Hyper Librarian, wieder D-Synchro und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen wollen wir das die ganze Zeit loopen. Und so funktioniert der Fortune Lady FTK, mal ganz, ganz grob erklärt. So, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Brief, denn es kommen noch ganz, ganz viele Investments. Einen wunderschönen guten Tag und heute, ja, das. Ne? Ich habe mir jetzt mal Mühe gegeben, nicht nur Openings zu machen, aber ich habe halt wirklich viel bestellt. Ich will zu allem ein Video machen. Intro! Intro vorbei. Ich würde sagen, warte mal kurz. Wir fangen mit dem an, bei dem ich weiß, was drin ist. Das ist ein fancy Briefmacher. Auf die werden wir nochmal eingehen. Ich hinterfrage mal nichts. Erstmal haben wir das hier. Bestellung bei Cardman. Ich denke mal, der ist auch ziemlich bekannt. Wow. Oh. Ich habe ja schon erzählt, dass ich in Auroradon investiert habe. Und hier kommen die meisten Auroradons her. Wir haben einen. Ah ja, gut, lassen wir das überraschen. Also lasst ihr euch überraschen, ich weiß, was drin ist. Hey, Magic-Karten. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kleineren an. Sogar Holos. Ich habe von Magic halt kaum Holos. Das ist die Sache. Also, hey, hübsch. Ami-Pankratops und 5 Milliarden Dings. Ami-Pankratops, 1,29, war halt ziemlich überteuert, aber ich wollte insgesamt einen haben, damit ich. Oh, sieht der gut aus! Oh mein Gott, ich liebe es. Dann haben wir einen Auroradon. Vier Auroradon. Der wird wieder eingehüllt. Dude, ich meine, schaut ihn euch an. Jo, das ist sick. Dann, das kann Müll. Die kann ich eigentlich behalten. Ich meine, ich spiele Magic. Also, warum nicht? Nicht so professionell und nicht mit ordentlichem Deck. Wir haben noch eine Holo, was mich halt freut. Also, hey, Magic Holos sehen halt echt gut aus. Dann haben wir noch mehr Auroradons. Wir haben 2,6 Auroradons und hier müssten nochmal drei drin sein. 9 Auroradons und ein Ami Pankratops. Denn wenn die auch nur um, keine Ahnung, 50 Cent steigen, habe ich schon ordentlich Plus gemacht. Also ja. Das ist soweit die heutige Ausbeute. Das ist privat, das ist Investment. Wir sortieren wieder so wie letztes Mal. Dann, kann ich das jetzt irgendwie zeigen mit den Briefmarken? Warte mal. Machen wir es so. Scheiße. Das muss ich ausschneiden. Fancy. Puh, muss ich schneiden. Okay, an dem Punkt. Erinnere an mich selbst. Schneiden. Okay. Ich brauche sowas, sonst vergesse ich das. Und dass ich mal meine Adresse im Video. Und wir haben Karten. Hier sind einige günstige Pickups, aber ja, wir fangen erstmal hiermit an. Oh. Oh, Tesa, okay. Oh, fuck. Meine Schublade ist ja ganz kaputt. Sieh, der Griff von meiner Schublade ist vor ein paar Wochen abgefallen. Seitdem fällt es mir wirklich, wirklich schwer, die zu öffnen. Ich bräuchte einfach dringend einen neuen Schreibtisch, würde ich damit sagen. Also wirklich dringend. Den habe ich, seit ich 6 bin und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wie alt er an dem Punkt ist. Nice, one Playset hiervon, weil die waren günstig und hey, warum nicht? Ich glaube, Schere lasse ich direkt mal draußen. Ich glaube, die können wir noch gebrauchen. Spiel ich wahrscheinlich nicht, aber warum nicht? So. Ich lege die mal für mich selbst mit raus. Dann, nächstes Package. Ach ja, ist er wieder mit. Schere. Oh Gott, hoffen wir, dass ich nichts kaputt mache. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwas beschädigt habe. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Unglaublich. Wir haben Lonefire, war günstig.
Wir haben die da, die brauche ich tatsächlich selbst, war günstig, 2 Cent halt. Den brauchte ich selbst, den wollte ich selbst haben. Und Mann, ist die super rare hübsch. Der war günstig und die brauchte ich selbst. Genau, Upstart und Super Rare. Ich meine, die Hodo haben ja immer ewig viel gekostet und ich wollte mein Deck ausholen. Also, hey, das ist sehr, sehr befriedigend. Das war, glaube ich, die einzige Karte in Galaxy Eyes neben dem einen Galaxiemann, den es nicht als Holo gab. So, und jetzt kommen wir zu dem Big Boy. Das ist ein riesiges Investment, glaube ich, gewesen. Oh, sind das viele. Ich meine, ihr seht schon, mit welchem Level wir es hier zu tun haben. Okay, immerhin alle eingehüllt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir brauchen wieder die Schere. Hallo? Schere. Okay, haben wir das geschafft. Oh Gott. Mein Gott, ich muss aufräumen. Okay, wir fangen an mit einem Clusterfuck an TSI. Ich brauche noch mehr. Junge, Junge, Junge. Was sollen wir denn hier machen? Denke mal, wir fangen so an. Oh Gott! Das passiert auch nur mir. Wir haben jedenfalls einen Haufen an Karten. Oh mein Gott! Übertreibst du doch nicht immer so mit dem Teaser. Okay. Wir steigen ein. Wir haben hier einfach ganz viel günstigen Stuff aufgekauft. Auroradon sowieso. Breaksword. Ich lege mir jetzt mal die Bestellung immer einzeln beiseite, je nachdem, wie sie angekommen sind, denn ansonsten werde ich hier keinen Überblick mehr drüber haben. Cut! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 9. Das war eine Bestellung. War das eine Bestellung? Dann war das hier eine. Genau, alles Investments. Brauchte ich selbst tatsächlich. Ist eine gute Karte. Und halt weiterhin Investment. House of Champs meinte mal, die könnte hochgehen. Also hey, warum nicht? Oh, noch mehr. Ach Gott. Oh. Nicht These. Okay, gut. Die hier fünfmal Originalset, denn die hat definitiv Potenzial, meine Boys. Dann die hier tausendmal, viermal. Das müssten jetzt nochmal hier 4 Stück sein, denn die sind bei 9 Cent gewesen. Da sage ich nicht nein. Gute Phantom Knights für 9 Cent. Dann, oh, Silent Boots für, ich glaube auch 9 Cent, sind 5 Stück. Dann haben wir Mattemann für 3 Stück, für auch, glaube ich, überhaupt nichts. Und das hier nochmal 3. Oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich das jetzt am Ende noch durchgehuscht habe. Aber mein Akku ist am Sterben. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Kommentar da und so weiter und so fort und bla, tschüss.